Ja, Jörg, heute habe ich zu dir kommen dürfen und ich habe schon angekündigt, wir reden über 2.0, Web 2.0. Jeder versteht etwas anderes darunter, ist meine Erfahrung. Sag uns doch mal kurz, was für dich so die drei wesentlichen Merkmale sind, was du unter Web 2.0 verstehst, woran du es erkennst. Also Web 2.0 ist ja eine Philosophie, ist ja nicht eine technische Angelegenheit. Und bei dieser Philosophie geht es eigentlich darum, dass der Benutzer selber kann teilhaben an dem Web. Ja. Also User-Generated Content oder Users Add Value, sagt der Tim O'Reilly selber, wenn er das definiert. Ein weiterer Punkt ist die Offenheit. Die Offenheit, Open Source, ist natürlich im Sinn von dieser Geisteshaltung offen zu haben. Aber für mich gibt es auch noch die offenen, frei verfügbaren Contents. Ja. Das heißt also, das ist ein zweites Element. Und ein drittes Element ist, dass man aufgrund von diesen verschiedenen Contents plötzlich ganz neue Applikationen, ganz neue, durch die Mashups, ganz neue Anwendungen und Informationen kann gestalten. Ja. Also ich sehe, ich bin an genau der richtigen Adresse. Die Idee, dass wir heute zusammensitzen, ist nämlich, dass wir diese Prinzipien oder diese Philosophie, was Web 2.0 Geschäftsmodelle ausmacht, an deinen IT-Startups, an deinen Web-Geschäftsanwendungen illustrieren können. Mhm. Und da wäre ich schon bei der nächsten Frage, was nehmen wir denn von deinen Aktivitäten oder wie würdest du dein Web-Geschäftsmodell, dein aktuelles, kurz beschreiben? Also ich würde so sagen, wir haben eben zwei Geschäftsmodelle, das eine ist unter Topin, das ist die Dachmarke Topin, wo wir Einträge verkaufen, dass unsere Kunden gesehen werden. Wir haben dort Ausflugsziele, wir haben dort Urlaubsideen, wir haben aber auch die Webcams. Und wir haben seit zwei Jahren ein internationales Webcam-Portal aufgebaut und das tut eigentlich am besten die Philosophie von Web 2.0 darstellen. Und das heisst webcams.travel. Also das sind die zwei Websites und Geschäftsmodelle. Ja. Geschäftsmodelle. Da hinten ist ja dieses Segel, Topin Travel. Wo, was sagt denn der Name? Topin sagt, es ist so, ursprünglich ist das erste Webcam-Portal in der Schweiz gewesen. Das kommt von Tourismus Picture Information. Aha. Ist da Topin. Aber wir haben dann können die Marken und den Namen übernehmen. Wir haben ja unter Topin eben gibt's unterschiedlichste Inhalte. Wir haben also auch Inhalte über Touren, aber auch Swiss Webcams ist zum Beispiel ein Brand, der unter Topin läuft. Also für uns ist Topin eigentlich Dachmarke mit verschiedenen einzelnen Produkten, die wir darunter haben. Ja. Und wenn wir da jetzt einen Schnitt machen, haben wir vor zwei Jahren ein völlig neues Webcam-Portal eigentlich online gestellt. Und das ist eigentlich das, was viel mehr Web 2.0-Gedanken eigentlich verfolgen tut. Ja. Und darum ist vielleicht für unsere Diskussion webcams.travel oder webcams.travel der interessantere Approach. Ja. Ja. Habt ihr damals eigentlich schon dieses 2.0 gekannt oder wahrgenommen, als ihr das begonnen habt? Also das war schon bewusst, dass da eine Art Paradigmenwechsel oder eine besondere Philosophie. Absolut, absolut. Wir haben das eigentlich schon wir haben das auch schon bei den älteren Websites, also Swiss Webcams zum Beispiel, haben wir dort den Gedanken auch schon gelebt. Wir haben dann einfach jetzt bei dem internationalen Webcam-Portal noch konsequent weitergezogen. Also das Beispiel ist dort, wenn jetzt irgendjemand auf der Welt, der kann jetzt dort eine Webcam, der hat jetzt eine Webcam mit wunderschöner Aussicht, ja, dann kann er das bei uns anmelden und kann die Webcam anmelden, gratis, und sagen, auf der Karte, da ist die Webcam. Wir prüfen die und sie aufschalten. Ist sehr ähnlich wie panoramio.com, wo dann nachher die Bilder auch auf Google Maps oder auf Google Earth erscheinen. Und der Unterschied beim Webcam-Bild ist, die erscheinen dann, das aktuelle Bild erscheint dann auf Google Maps und auf Google Earth.